war ein Mann vor langer, langer Zeit. Ein Schuhmacher war voller Power. Er war sehr, sehr arm. Niemand erschien an der Tür seines Ladens. Meine Liebe, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Es ist lange her, seit ich einen Schuh verkauft habe. Siehst du das Leder da drüben? Es reicht gerade für ein Paar. Der Schuhmacher setzte sich und hielt seinen Kopf. Komm, Baby, lass uns ins Bett gehen. Doch während der Schuhmacher schlief, betraten zwei Elfen seinen Laden. Die Zauberschere war cut, cut, cut. Die magischen Hämmer machten tap, tap, tap. Die Zaubernadeln waren so, so, so. Denn der Schlüssel mit seinem alten Schlummeltrunk schlief. Schau, Schatz, ist das ein Traum? Das sind die besten Schuhe, die ich je gesehen habe. Stellen Sie sie ins Fenster, mal sehen, ob sie sich verkaufen. Da kam ein reicher Mann. Gut, gut, gut. Würden Sie 10 Goldmünzen annehmen? Der Schuhmacher lächelte und rief: Verkauft! Lass uns mehr Leder und mehr Garn kaufen und sehen, was passiert, wenn wir schlafen gehen. Während der Schuhmacher schlief, zu einem Laden kochen die Elfen. Die Zauberschere war cut, cut, cut. Die magischen Hämmer machten tap, tap, tap. Die Zaubernadeln waren so, so, so. Während der Schlüssel mit seinem alten Schlummeltrunk schlief. Am Morgen taten sie ihren Augen nicht. Es gab Paare in allen Dosen. Stellen Sie sie ins Fenster, mal sehen, ob sie sich verkaufen. Und ja, sie haben sich sehr gut verkauft. Kaufen wir mehr Leder und mehr Garn und sehen Sie, was passiert, wenn wir schlafen gehen. Aber wer stellt Ihrer Meinung nach diese Schuhe her? Ich habe eine Idee, was machen wir? Heute Nacht tun wir einfach so, als würden wir schlafen. Also lasst uns runtergehen und einen Blick darauf werfen. Und als die Nacht sehr dunkel war, kehrten die Elfen tatsächlich zurück. Die Zauberschere war cut, cut, cut. Die magischen Hämmer machten tap, tap, tap. Die Zauberladen waren so, so, so. Denn der Schlüssel mit seinem alten Schlummeltrunk schlief. Lieber Gott, oh, sehen wir ihre Seelen. Die Kleidung dieser armen Elfen war voller Lusche. Ich weiß genau, was zu tun ist. Wir machen Kleidung für sie, nur du und ich. Kaufen wir Stoff und Garn. Und Kuchen. Und Käse. Und Butter. Und Brot. Und den ganzen Tag netten und netten sie und machten wunderschöne Kleider für die Elfen. Heute Nacht tun wir einfach so, als würden wir schlafen. Also lasst uns runtergehen und einen Blick darauf werfen. Und als die Nacht sehr dunkel war, kehrten die Elfen tatsächlich zurück. Die Elfen konnten ihren Augen nicht trauen. Die Kleidung hatte die perfekte Größe. Sie stapelten das Essen auf ihren Tellern und aßen und aßen und aßen und aßen. Lebendig, lebendig, die Elfen applaudierten. Und plötzlich waren sie verschwunden. Sie haben die Elfen nie wieder gesehen. Ich vermisse unsere glücklichen kleinen Freunde. Meine Schuhe sind in dieser Stadt berühmt. Die Leute kommen von weit her. Wir wären zweifellos immer noch arm, wenn diese guten Elfen uns nicht geholfen hätten. Und noch einige Nächte, so scheint es, in den glücklichen Träumen des Schuhmachers. Die Zauberschere war cut, cut, cut. Die magischen Hämmer machten tap, tap, tap. Die Zaubernadeln waren so, so, so. Während der Schlüssel mit seinem alten Schlummeltrunk schlief. Märchenzeit. Lasst uns die Geschichte vom kleinen Rotkäppchen hören. Ich möchte Rotkäppchen sein. Und Bingo, du kannst auch dabei sein. Okay, okay. Und Papa kann der Jäger sein. Okay, Papa? Selbstverständlich. Eins, Leben.
lebt ein Mädchen ganz in Rot. Oh Mann, oh Mann. Nein, kein Mann, ein Mädchen. Oh Mann, oh Mann. Sie besuchte ihre Oma, die sich nicht so ganz wohl fühlte. Und ihr Hündchen folgte ihr auf Tritt und Schritt. Oh Mann, oh Mann. Merke dir, was ich dir gesagt habe. Geh direkt zu Omas Haus und rede mit niemandem auf den Weg. Ja, Mama. Und Käppchen brachte schöne Dinge mit. Oh Mann, oh Mann. Für die Oma Zucker und Gewürze. Oh Mann, oh Mann. Doch dann sah eins der Wolf und Käppchen in den Wald. Und er sagte, was machst du denn hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann! Die Arme ist krank und wir wollen ihr das bringen! Oh Mann! Oh Mann! Und sie sagte, lebe wohl. Doch der Wolf sagte, ja, ich werde ihr folgen, das muss ich zugeben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ich kenne den Wald in- und auswendig und ich bin sehr schnell. Der Wolf stürmte das Haus der Oma. Oh Mann! Geh in den Schrank und sei ganz ruhig. Oh Mann, oh Mann. Danach legte er sich ins Bett der Oma und sagte, ich bin eine arme Frau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer ist da? Ich bin's, Omi. Oh, komm rein. Hallo, Omi. Sagte Rotkäppchen und kam rein. Oh Mann. Schrie Rotkäppchen, nix, komm näher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ups. Oh oh. Oma, wieso hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Und Oma, was für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Und Oma, was für große Zähne? Damit ich dich... Oh nein, oh nein. Oh ja, damit ich dich besser fressen kann. Bingo! Schrie Rotkäppchen dann laut. Oh Mann, oh Mann! Bemerkte ein Jäger, der Holz sagte. Oh Mann, oh Mann! Dass etwas nicht stimmte und kam ins Haus und verprügelte den Wolf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Du bist ein frecher Wolf. Geh weg und mach es bloß nicht wiederzukommen. Dann befreite der Jäger die Oma geschwind. Oh Mann, oh Mann! Und Rotkäppchen sagte... Sagte sie dann, ich hab nicht auf meine Mama gehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war irgendwie gruselig. Aber am Ende war alles gut, nicht wahr? Sie hätte auf ihre Mama hören sollen. Und der Wolf rannte fort und kam nie, nie wieder zurück. Die Bohnenstange. Ich mag die Geschichte. Okay, Dewey. Sollen wir? Der kleine Jack und seine Mutter hatten nichts zu essen und waren arm. Drum verkaufte er die Kuh für magische Bohnen einem Mann in der Nachbarschaft. Pflanz sie in deinen Garten und dann wirst du eine Überraschung bekommen. Und so kam es auch, eine Bohnenstange wuchs und berührte fast den Himmel. Wow! Fie, fei, fo, fo. Mit der Bohnenstange bis zur Sonne. Fie, fei, filigran. Da kletter ich hoch, das sieht lustig aus. So kletterte er die Blattranke hoch zu einem Schloss hoch im Himmel. Und als er dort ankam, was sah er dort? Einen Riesen um Himmels Willen. Au! Und dann sah ihn der Riese mit großem Appetit.
Er wollte Jack zum Frühstück. Nein. Aber Jack hatte andere Pläne. Fum, was höre ich denn da? Jam, jam, jam. Fi-fi, fiddly-dum. Ich werde dich verschlingen. Renn, renn, renn. Der Riese wollte doch, Jack kam frei und hörte, wie er schimpfte. Lege goldene Eier, du dummes Huhn. Und sag mir nicht, dass du's nicht kannst. Der Riese zeigte auf eine goldene Harfe mit dem Gesicht eines traurigen Mädchens. Und er befahl ihr, eine Melodie zu spielen, dann schüttelte er die ganze Welt. Fi-fi-fo-fum, ein richtiger Riese hat niemals frei. Fi-fi-fiddly-fum, einen Jungen zum Frühstück, yum, yum, yum. Die Musik ließ dann den Riesen schlafen und Jack machte sich auf den Weg. Den Halm hinunter, er rutschte und rutschte und steuerte auf seine Axt zu. Er teilte die Stange in der Mitte, der Riese fiel herunter. Die Henne und die Harfe ebenso und der Riese zerbrach seine Krone. Die Henne legte Eier, die Jack verkaufen konnte, und er bekam seine Kuh zurück. Die Harfe lächelte und sagte gerne, hört doch mal rein. Wow! Ein Fest war im vollen Gange und alle Nachbarn kamen. Jack war berühmt und jeder kannte seinen Namen. Jack, der Held, rettet seine Mama. Fi-fi-fiddly-dum, Kuchen und Milch für alle Mann. Okay, Dewey, hast du schon die Geschichte von dem Löwen und den Mäusen gehört? Es ist eine sehr wichtige Geschichte über Freundlichkeit und Freundschaft. Papa, erzähl die Geschichte. Okay, sie geht ungefähr so. Vor langer, langer Zeit schlief ein Löwe ein. Und während er vor sich hin schnarchte, seien zwei Mäuse in Quiek. Die eine traf den Löwen aus Versehen mit ihrem Schwanz. Upsi, bester Löwe! Heulte das kleine Mäuschen. Der Löwe war entsetzt und hielt das Mäuschen fest. Aha, du hast mich aufgeweckt. Das hast du nun davon. Ich fress dich jetzt auf. Oh nein, Mr. Löwe, ich hab nen guten Rat. Wenn du mich gehen lässt, mach ich's gut, denn ich bin wirklich nett. Du machst wohl Witze. Ich soll dir glauben, dass du, kleine Maus, es mir eines Tages heimzahlen wirst. Oh ja, Mr. Löwe, wie gesagt, ich bin sehr, sehr nett. Ja, sie ist nett. Dieses Mal lasse ich dich frei, aber sag es keiner Menschenseele. Ich bin gefährlich und könnte dich ganz einfach auffressen. Oh, danke, Mr. Löwe. Ich helfe dir eines Tages. Sie hält immer ihre Versprechen. Das sagt jeder Mann. Na schön dann, ihr kleinen Mäuse. Nun, der Löwe ließ die beiden Mäuse wieder frei. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Hört mal, wie es weitergeht. Der Löwe ging auf Pirsch und wollte Beute machen. Doch ein Jäger kam ihm dann zuvor mit einem Netz. Er brüllte dann so laut, dass die beiden Mäuse ihn hörten. Das ist doch der Löwe. Er hat ein Problem. Auf geht's.
Löwe ging hin und her und er knurrte laut. Und als er dann die Mäuse sah, schrie er, lasst mich raus. Bis ein Loch entstand, nagten sie am Netz. Ihr habt mir das Leben gerettet, meine kleinen Aber Freunde. Dafür sind wir da. Bitteschön, großer Freund. Ob groß, ob klein, laut und leise, ein Freund ist immer ein Freund. Wir helfen immer einander aus bis zum Schluss. Und so sind wir nun Freunde, das werden wir immer sein. Der Löwe und die Mäuse sind jetzt eine große Familie. Mochtest du das, Dewey? So wie du, ich und Holly. Wir helfen uns immer einander aus.